Also die erste Farbe ist wichtig und gleichzeitig auch nicht wichtig. Ja. Es geht mir immer darum, dass die Fläche grundiert wird, dass weiße Farbe verschwindet. Ja. Weil wenn du guckst und du siehst nichts, es ist nur weiß, dann hat man manchmal Angst, wo soll ich anfangen, wie soll ich anfangen. Deswegen frage ich dich, was wäre jetzt im Moment deine Lieblingsfarbe, was da drunter wäre? Das kann sein, dass es komplett verschwindet danach, ne? Ja. wenn wir noch mal raken. Ja. Aber irgendeine Farbe wäre gut, wenn es drauf ist. Kannst du jetzt gerne aussuchen? Du hast ja was für Blau geredet. Blau, okay. Das ist schöne Farbe, genau. Das ist jetzt beides. Sehr schön. Ultramarin und Karo. Jetzt sag mir einfach, es soll jetzt Kontrastfarbe sein, zu der Farbe, was hier ist. Welche Farbe würdest du jetzt wählen, damit wir die erste Rakelbewegung machen, damit wir das ziehen können? Ich schwanke zwischen Grün und Rosa. Rosa ist gut. Ja. Nee, Grün ist ja nicht Kontrast. Grün ist genau. Blau ist so ähnlich. Rosa. Rosa ist gut. Du erlaubst mir jetzt, dass ich erst eine Bewegung mache? Ja. Und danach kannst du das weitermachen. Die Frage, soll ich es auf mal machen oder mache ich es auf deinem? Mach erstmal damit. Dann fang damit an, genau. Und dann kannst du auch damit. Ja. Also wir haben den genommen, vielleicht, weil du ja schon mal probiert und vielleicht nicht so viel Kraft man dafür braucht. Ach so, ja. Deswegen den kleineren. Ja. Also guck mal, das zieht man jetzt so. Ja. Und du siehst, das ist einfach so. Ja. Es ist erst der Anfang. Wie gesagt, ja, da hast du die Farbe so genommen, wie sie aus der Flasche kommt. Genau. Ja. Du kannst auch mischen, du kannst ja auch aufhellen, aber mischen und so, das machen wir später. Mit der nicht verdünnt oder mit der Pastosität. Ja, nie verdünnen, nee. Das ist ein bisschen dünner, aber es macht nichts. Ja. Dann versuche es jetzt, darf ich das erstmal gucken, wie das funktioniert? Ja, und dann ist gucke ich. Nicht ganz gerade. Ne? Also das machen wir. Ein bisschen abgeschwenkt. Oh ja, gut, es geht. Genau. Also jetzt ziehen wir einfach von da nach da, von da nach da. Ja. Und wenn so solche Inseln stehen, das ist okay. So muss es auch sein. Das ist nicht so schlimm. Also bei Rakelbewegungen geht es um Schichtarbeit. Ja. Es sind Schichten. Ne? Durch Schichten kommen ja ganz tolle Effekte. Das hat ja Gerhard Richard bestimmt auch gesehen. Durch die Schichten kommen ja ganz tolle Effekte. Und man macht so viel, bis einem das Ergebnis gefällt. Ja. Okay. Versuch es. Soll ich mit dem oder mit dem jetzt? Versuch es erstmal damit. Doch, das ist okay, weil das ist dein Instrument und wenn du zu Hause damit arbeiten möchtest, ist es besser, wenn du dich dran gewöhnst. Reicht das von der Menge? Muss man. Ja, das ist okay. Es ist wichtig, dass du so viel austeilst, dass es bis zum Ende reicht. Ne? Okay, jetzt mache ich noch eine Bewegung. Ja. Und danach machst du weiter. Das ist jetzt, wir machen es genauso wie. Ja. Ne? Ja. Ja, guck mal, hier nochmal so abziehen vielleicht. Ja. Mal weniger drücken, mal mehr drücken. Ja. Guck mal, das ist schon eine sehr gute Sache. Ich mache es auf die andere Seite. Und du kannst von beiden Seiten versuchen, das mal. Die gehen so schön raus, die vierten Farben. Bei mir habe ich immer Probleme, die da rauszukriegen. Aus der Flasche. Aus der Flasche. Welche, die andere oder die andere Tugend? Ups, dann habe ich jetzt. Oh, das ist auch sehr gut. Aber hier habe ich gar nichts mehr. Nee, weil da alles ist da gelandet. Da kannst du es nochmal so abziehen. Nur mal durchziehen, ne? Das. Das geht gar nicht. Okay. Du kannst es hier so abziehen und nochmal so verteilen. Ja, genau. Ja, sehr gut. Guck mal, das Kreuz ist jetzt verschwunden. Ne? Sieht man ja. Ja,
Wenn ich nochmal so schnell bringe, dann ist es nicht mehr zu sehen. Ja, hier steht noch was Interessantes. Ja. Okay, jetzt machst du auch das, was du interessant. Machst du es nochmal weiter? Das ganze Bild mit Gelb wie mit Pink. Also gleicher Prozess. Das Pink ist ja ganz dunkler. Es wird dunkler, ne? Also absolut dunkler nach. Ja. Ich habe schon wieder viel zu wenig hier. Ich habe zu wenig Farbe auch. Alles gut. Das. Ja, genau, so, genau. Das ist jetzt so flächig, ne? Flächig arbeiten. Das ist gut. Soll ich da runter nochmal? Zeig mal an, ich gucke mal, wie viel noch. Genau. Ein bisschen viel. Bisschen kann man das wegmachen. Ja. Bisschen und das hier. Ja. Und dadurch sieht man das auch noch. Ja. Okay. Jetzt kann man. Was ist dein Lieblingsformat? Quer oder hoch? Quer. Quer, ne? Wollt ihr quer haben? Würde ich jetzt, ne? Ja. So hinhängen. Ja. Aber es ist trotzdem interessant zu gucken, wie es aussieht. Ja, klar. Habt ihr bei mir auch gesehen. Ja. Ich mache immer sehr gerne quadratische Bilder. Mag ich auch. Aber ich drehe sie dann auch permanent, ja, muss ich verstehen. Es kann auch sein, dass ich so aufhänge. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das sieht auch interessant. Sieht nämlich noch toll aus. Das muss auch mit dem Raum auf. Mit dem Raum. Also das ist ein ziemlich hohes Treppenhaus. Das hat ja auch 3 Meter. Die Farben finde ich toll. Dieses Türkis, also ganz super. Okay. Jetzt nochmal. Es eröffnet einfach neue Perspektiven, wenn du das gedrehst. Ne? Das ist sehr wichtig. Kannst du das kleiner machen? So, wollen wir hier so arbeiten oder Ursprungsform? Ja, dann machen wir einfach mal so weiter. So weiter. Was passiert? Okay, sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, dass wir mit was weitermachen. Ja, gerne. Und zwar, also jetzt geht es darum, dass wir die Fläche haben geschaffen. Also das ist jetzt, das Bild hat ein bisschen Charakter und es gefällt dir. Farbkombination gefällt dir, deswegen können wir das als Charakter, Farbcharakter so lassen und Kleinigkeiten machen. Ja. Kleinigkeiten, jetzt arbeiten wir an Räumlichkeit. Ja. Das heißt, wir setzen jetzt eine Säule. Okay? Eine Säule heißt, mach das. Ganz entspannt. Auch mit Weiß. Ja. Solange die Farben noch frisch sind, weil das wird jetzt zwar weiß, aber es wird ja wahrscheinlich auch was anderes rauskommen. Also wir sitzen jetzt, ich mache jetzt mal eine Bewegung von oben nach unten. Wir sitzen diese Säule. Das verändert einiges jetzt, aber das macht nichts. Wir können es nochmal so ein bisschen abkratzen, guck mal. Ja. Ja, sehr schön. Das ist ein bisschen ungenau, aber Genauigkeit kommt später. Und jetzt ist die Frage, möchtest du es zweimal, dreimal oder voll, das Bild so haben? Ich würde nur noch mal relativ an den Rand, dass man sagt, also nicht den gleichen Abstand, sondern oder ein bisschen mehr dran. Aber ich glaube nur zwei. Nur zwei, okay. Oder sind drei besser? Du kannst auch ganz noch zweimal, du kannst hier noch eins machen, genau. Und hier können wir noch was Dünnes machen. Ja. Geht auch. Ja. Okay, dann kannst du jetzt schon mal eins. Ich will mit der Farbe weit, genau, da ist ja noch eine Farbe. Genau. Ja, sehr gut. Also, wir haben jetzt diese Aufteilung. Wenn dir die Aufteilung gefällt, können wir das jetzt machen. Soll man da noch einen machen oder so eine dünne? Eine dünne können wir. Genau, mit weiß auch. Da. Oder du kannst ja mit Jaffa-Spachtel auch machen. So. Ja. Also es heißt zwar Wackeltechnik, aber es ist ja nicht immer Wackeltechnik. Wir benutzen ja immer verschiedene kleine Spachtel und Pinsel. Das ist zu viel, ne? Oder? Ich mache das.
Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ist anders, ne? Ja. Ja, das ist besser. Ich mache aber so eine Farbe drauf. Das machen wir. Können wir das machen? Wir lassen das, werden wir vielleicht brauchen. Jetzt geht es darum, dass wir von da nach da, von da nach da, so ein bisschen spielen. Was wäre jetzt deine Idee? Dass wir, von, also, dass wir nur diese Säule machen. Ja. Also das muss ja davor stehen. Und ja, da entsteht ja perspektivisches Spiel so ein bisschen. Dass das davor ist und das da hinten ist. Ne? Ich hätte auch eine Idee. So nochmal, das habe ich nicht kapiert. Nicht kapiert. Also das muss davor stehen. Also das muss da, hast du das auf anderen Hintergrund? Genau, okay. Ja. Als ob das so eine Säule jetzt ist, ne? Ja. Welche Farbe ich jetzt dahinter? Ja, etwas vielleicht, was noch nicht da war. Ja, weil ja, hier müssen die Farben sein, was nach hinten sind. Und diese Farbe kommt auch nicht. Aber dann ist ein hellgrün? Ist nee, grün, 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 grün. Ja, ja. Wahrscheinlich würde es nur rot oder orange oder sowas. Sowas, das wäre gut, ja. Vielleicht. Du kennst mich sehr gut mittlerweile. Vielleicht auch mal rot. Rot, ja, das ist ein kräftiges Rot. Genau. Mach jetzt das ist ja schon dieses Palinrot, oder was ist das ja schön? Zinnoberrot, ja, das ist genau das Richtige. Genau. Also ich mach jetzt mit meinem, wenn du mir erlaubst. Ja. Ja, okay. Genau. Und das möglichst ist, das muss ja möglichst immer ansetzen. Also das ist gerade jetzt. Ja. Das heißt, ich mache ja jetzt schon mal so ein bisschen ja so ein Zeichen hier, dass das ja ab da sozusagen beginnt. Und auch bis hier. Ja. Es muss aber nicht voll machen, die Fläche, ne? Kann man ja so und dann aufhören. Ne? So. Dann mache ich die mal. Ja, probieren wir dann. Mit Japan hat es Spaß, also schwer, wenn du ja, habe ich auch noch nicht mitgearbeitet. Weil du, also guck mal, du musst, Farbe muss drauf sein. Ja. So. Farbe muss die Leinwand berühren, das ist wichtig. Ja, genau, so. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das ist schon mal, ja, das ist der typische Akrylik. Ja. Das hat sie auch nicht drauf. Ja. So, ja. Und das entsteht, wenn man durch ganz, ganz feine Berührung, ganz fein, ja, ja, immer so fein zieht, ne? Ganz fein. So. Ja. Ohne Druck. Okay. Jetzt können wir das gleich auch hier machen, mal gucken, ob die Farbe dazu passt. Wenn man das so sieht.
zwei Freunde hier. Ja. Nicht dein Freund, Lena? Nee, muss ich erst mal, ja, mit dem muss ich erst mal zurechtkommen. Ja. Okay. Ich bin. Da krieg ich nicht ein einziges Mal hin, ne? Mhm. Sieht blöd aus. Dann, was ist damit? Vielleicht, dann kannst du vielleicht, wenn du damit besser. Ne, besser schmalen sein. Dass du das, was da ist, ne, was da ist, dass du das so korrigierst. Dass du das so ziehst, dass es ja, einigermaßen okay. Gerade wird. Ne? Was da ist, du brauchst keine neue Frage. Bitte? Ja, das gelingt ja nicht immer alles. Soll ich den also, nochmal rübergehen? Von ja, kannst du machen. Das Problem ist hier, dass es schräg ist. Es ist ja nicht gerade. Ja. Deswegen kann man ja, guck mal, das ist jetzt gerade. Da sieht man, okay, ich mache jetzt gerade. Ne, gerade. Ja. Aber da, bei dir ist es so. Ne? Ja, ja. Oder also so. Ist deswegen ist es schwierig mit ja. Genauigkeit. Ja. Ja. Ich wechsle jetzt. Ja, ja versuch es, ob du ja, mal, ob damit was hinbekommst, dass du hinbekommst. Okay, jetzt können wir nochmal hier was machen. Ja. Und ich würde komplett mit Blau arbeiten. Ja. Dass wir mit Blau hier so ziehen. Und zwar das, was da bleibt, bleibt und vielleicht kommt da noch was Neues. Mach erstmal. Also jetzt müssen wir schon die Genauigkeit einhalten. Ja. Es ist zwar sehr abstrakt und intuitiv, aber man braucht schon Aufteilung. Ne? Das, ist, das sollte eigentlich in unserem lieben Ernst eigentlich zugutekommen, ja, als Architekt, ja, so eine Aufteilung. Ja. Ne? Mhm. Aber er kann damit so machen. Ja, klar. So, jetzt habe ich überhaupt nichts mehr drauf gekriegt. Und die Farbe ist alle. Also guck mal, was da jetzt entstanden ist, zum Beispiel. Das gefällt mir sehr gut. Das hast du gemacht. Ja, das meine ich, dass man sowas lässt. Ja. Was gut ausmacht, ist gut. Man muss ja, ja nicht so automatisch und mechanisch arbeiten. Was ja. Gut ist, lässt man. Ja. Ja, und wir müssen dann sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Bei Ernst und die anderen. Oh, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, Ernst wollte das auch gar nicht zeigen. Ja, aber das ist nicht seins gewesen. Kann ich das so lassen? Das kann man so lassen, ja. Ja. Also guck mal, jetzt, ich habe das Gefühl, ne, dass dieses Blau mit Rot und Pink besser kombiniert als dieses Hellblau. Ja. Wenn Hellblau drunter wird, also das ist so mein Gefühl, ja. Das ist dein Gefühl dazu. Ich. Weil jeder Mensch empfindet natürlich ja. Anders. Aber das, so diese Kombination gefällt mir besser als diese Kombination. Ja, auf alle Fälle. Das ist kontrastreich, das ist ein bisschen ja. Stumpf. Ist ein bisschen genau, ja. Ja. Ja, deswegen können wir dieses Blau auch hier einsetzen, genau. Zwischen den beiden. Genau, hier einsetzen, dass es hier so ein bisschen etwas ja. Gerade wird noch. Hast du das gemacht? Reicht. Ja, okay. Ja. Oder? Ja. Oh, ich sehe das so schlecht in meinen Augen. Da sehe ich nicht, wo ich drauf bin. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Ja, doch, doch, ist gut, ist gut. Ist okay. Es muss jetzt nicht so genau sein, ne? Aber das ist okay. War ich das oder war ich nochmal das? Mach doch mal.
Farbe suchen? Welche Farbe passt zu welcher Farbe? Das ist immer eine Suche. Bitte, Corinna, bewerte nicht. Ne? Ja. Weil jetzt schleppen wir Wurzeln, wenn du sagst, es gefällt mir nicht. Und das folgt dir dann beim nächsten Schritt. Dann denkst du immer, nee, das gefällt mir nicht. Bewerte erstmal nicht. Arbeite nach dem Gefühl. Das ist wichtig. Ja. So, dann lasse ich das so. Ja. Das, also mir gefällt die Seite. Das sind so ein bisschen IKEA-Farben. IKEA? Ach so, Schweden. Ja, dann gehen wir Richtung Schweden. Blau, gelb. Ja. Willst du ja, auch. Oder wollen wir noch tieferes Blau nehmen? Ja, können wir auch machen. Wir haben ein anderes Blau. Wenn jetzt hier so ein Blau kriegen. Mhm. Und von da nach da weiter. Ja, das gefällt mir auch. Genau. Dann mach weil es das so Frauentöne ergeben hat und Ocker und das. Ja, üben. Lieber nehmen, von da. Von da. Ja, nach da. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das ist hier sehr gut. Das hat so, ja. Das ist so dieses Wisch-Wisch-Effekt und das ist sehr gut. Dunkler, ja. Ups. Ein bisschen dick geworden. Also es gibt uns das Bild sozusagen, genau, gibt uns das Bild so richten sozusagen, dass hier vielleicht mehr so helle Farben sitzen, so weiße Farben. Weiß, kann genau, ja. Genau. Aber wir können es ein Risiko Schritt machen. Ja. Damit können wir jetzt entweder alles kaputt machen. Oder das Bild verbessern. Das gehört ja dazu. Das hat ja unser lieber Gerd auch sehr oft, dass er, dass man so einfach so zieht. Ja. Und dann ist diese Genauigkeit weg. Dann kommt das hier rein, das machen wir jetzt. Wir machen das nochmal und nochmal. Aber ich weiß nicht, wie das wird. Das ist immer ein Experiment sozusagen. Ja. Wollen wir das machen? Ja, klar. Ich mache das erstmal. Mal gucken, was es bringt. Ist das hier unten nochmal? Ja, klar. Das kannst du gerne gucken.
Seelachs. Ja, ja. Ja, schön kräftig. Ja. Setz dich hier an. Ja, vielleicht nicht so viel, vielleicht wieder so weniger. Nur so ganz wenig. Genau. Okay. Das unten am besten. Ja. Wie du das so hier siehst. Ja. Vielleicht hast du mal. Dann kann ich nochmal. Ja, nach deinem Gefühl. Also das ist so eine gute Sache. Also hier oben auch nochmal, ne? Mhm. Ganz von oben, ne? Ja. Ups. Genau, so ist es, wenn es so weit, dass da so ein Loch entsteht, ne? Wenn es so nicht zu flächig werden. Dass da was auch durchschimmert, ne? Ja. Ich fühle da nichts gebrochen, ja. Das ist auch eine Möglichkeit, so mit Kante zu berühren. Ja. Wir können, weil das ist so irgendwie für sich alleine die Farbe. Ich weiß nicht, ja. Kann man hier so mit so einer Kante auch hier so ein bisschen berühren. Ja. Oder auch, guck mal, von ja. Da nach da vielleicht machen. Nochmal ziehen oder nur eine Kante? Aber wir können. Okay, lass uns jetzt gucken. Okay, also Lachs ist jetzt doch nicht so gut. Es ist doch jetzt recht dominant. Allein. Was hältst du? Okay, wir fangen jetzt von hier an, gehen wir dahin, gucken wir, was wir verbessern können. Wir können hier nochmal mit Pink rüber, ja. Dass so Lachs und Pink sich mischt. Ja. Und dann hat man hier so ein bisschen Verbindung ja. Dazu und dann ist es nicht, ja. So, nicht mehr so schreiend hier. Ne? Ja. Okay, dann machen wir jetzt. Probieren wir das jetzt aus. Okay, das wäre das. Und hier, da würde ich persönlich jetzt lassen, wenn man nichts mehr verändert. Ja, ich finde es schön. Das Gemischte hier finde ich ja, sehr gut. Ja, ich finde es schön. Ja, auch von den Farben. Finde ich schön. Da kann man hier nochmal so Genauigkeiten nochmal ja. Besser machen. Ja, ich habe gedacht, genau, dass das genau, hier so. Genau. Da kann man ja, guck mal, man kann ja so einen. Was ist denn das gerade ist? Achso, nö, schon nehmen. Das schaut. So. Ja. Ich halte dann so und dann ziehst du von da. Ja. Und dann hat man das so ganz gerade alles. Also hier ist einfach was gerade, zu gerade muss das jetzt auch nicht sein. Ja, ja. Also das ist ja, ja, das geht eigentlich. Ja.
Das ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ja. Also, aber da könnte man noch mal so eine Kante weiß machen. So ja. Eine weiße Kante. Eine weiße, ja. Gerne. Eine weiße Kante. Also das finde ich ist auch okay. Ja. Hier kann man vielleicht noch so, ne, so, nicht so genau, kann man noch mal gucken. Ich glaube, das muss weg hier. Ja, das muss weg, genau. Das muss weg. Und hier machen wir nicht schwamm. Ja. Tupfen wir nicht schwamm. Und also mit Trage sind wir fast am Ende. Nur hier müssen wir das machen. Dann machen wir jetzt einfach eine Probe. Ja. Und mal gucken, ob du damit glücklich bist. Ich glaube, das ist dann auch harmonischer. Ja. Ja. Genau. Genau. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn es so. Nee, das ist so sicher, ist ja gut. Genau. Das ist alles, was mit Lars ist. Mit genau. Ja, so ist ja gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, das sieht besser aus. Eindeutig. Ja. Ich wollte nicht, dass es zu rosa wird. Das finde ich jetzt gut. Also es ist schon besser, als das Wasser weg ist. Ich glaube, dieses starke Rosa, ne? Ja, das ist schön. Das bekommt ihr ein bisschen besser. Ja. Ist jetzt die Frage, also was hältst du davon, wenn das auch mit rosa gefüllt wird? Ja. Und vielleicht noch ein bisschen hier? Ja. Und dann hat das so, weil dieses Rosa ist sehr... Ja, ist ja auch wieder sehr dominant. Dominant, ja. Genau. Ganz. Also ich würde nur hier, genau, hier noch ein bisschen und dann vielleicht. Aber nicht bis. Nein, so, ja, so. Ja, wie es gerade war. Ja. Ja, dann ist es. Pastellig. Ja, stopp, okay, nicht so viel. Ja, ah, das ist jetzt. Das ist wirklich nicht, dass es so aufhört. Ne? Soll ich nochmal. Und dann ziehe das so, ich das? Dann mache ich das lieber. Ja, das ist doch so. Ah, jetzt haben wir es. So wie wir es wollten. Guck mal, wie haben das jetzt hier angesetzt. Das heißt, besser oder? Das klingt nochmal. Wird nicht zu viel. Ja, ja. Deswegen mache ich das hier weg. Also ich würde sagen, die Weisen sind jetzt super. Das können wir hier. Also das ist, ja, kannst du mit dem Lachs hier liegen? Oder vielleicht auch so, das ist nicht. Doch, Schätzelein. Das finde ich nicht schlimm. Oder sagen wir, das ist nicht so dominant. Im Gegenteil, es gibt einen Effekt. Ja. Noch. Okay. Dann machen wir das, was ich gesagt habe, mit Weiß. Ja. Also das ist jetzt, wie gesagt, diese Kante setzen, ne? Ja. Kante setzen, dass man das kaum wahrnimmt, aber es ist da.
Ja. Also das war überhaupt nur so, war das jetzt zu wenig? Ein bisschen gucken, wie das denn Bild ist. Was ist das? Die Original. Oder würdest du noch was machen? Nee. Ich würde es machen. Du würdest nichts mehr machen, ne? Nee. Auch nicht mehr am Rand und irgendwas, alles gut, nee, ne? Nee, das ist jetzt alles. Ja. Nee, ich würde es auch so lassen. Also für mich ist es stimmig.